War Christoph Kolumbus wirklich der erste Mensch, der Amerika entdeckt hat? Oder müssen wir vielleicht die Geschichte neu schreiben? Spätestens, wenn man sich die Filme, Dokumentationen und Interviews mit Dr. Dominik Görlitz anschaut, kommt man schon mal ins Grübeln. Dieser Mann hat die Weltmeere bereist mit einem Schilfboot, macht viele Expeditionen, ist sozusagen Abenteurer im Sinne der Wissenschaft und hat natürlich eine Menge zu erzählen, jetzt bei Panteray TV. Und jetzt noch mal richtig. Herzlich willkommen, Dr. Dominik Görlitz. Ja, danke für die Einladung. Ist gar nicht so einfach, dich vorzustellen. Wir kennen uns schon ein bisschen durch andere Interviews. Aber für die, die vielleicht zum ersten Mal mit dir Kontakt bekommen heute, du bist Vegetationsgeograf, Experimentalarchäologe und Extremsegler. Bei Extremsegler, glaube ich, das kann man sich noch vorstellen. Aber was ist zum Beispiel ein Vegetationsgeograf? Was machst du? Das sind Leute, die sich mit der Ausbreitungsgeschichte von Pflanzen beschäftigen. Weltweit. Das beginnt weltweit, das beginnt sehr früh im Erdaltertum, was nicht so mein Thema ist. Aber ich beschäftige mich eigentlich mit der Vegetationsgeografie als Hilfswissenschaft für die Ausbreitungsgeschichte der frühen Menschheit. Denn immer wenn Menschen über den Planeten Erde zu Land oder zu Wasser gewandert waren, haben sie Tiere und Pflanzen mitgenommen. Manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Beste Beispiele sind ja die Krankheitserreger, die ja auch in das große Umfeld der Invasionsbiologie gehören. Also insofern ist Vegetationsgeografie ein Teilausschnitt der Invasionsbiologie, wo es letzten Endes um die natürliche und menschliche Verschleppung von Arten geht. Und diese sind mehrfach besser geeignet als Pyramiden, Scherben oder irgendwelche Töpfe, um zu sagen, wer von A nach B oder von B nach C zurück nach A gewandert ist. Weil eine Pfeilspitze kann jeder nah erfinden, eine Pflanze macht nur Gott oder eben die Evolution, je nachdem, an was man selber glauben möchte. Aber wenn es eben möglich ist, die Ausbreitungsgeschichte insbesondere des Tabaks nachzuweisen, dass also ich habe also promoviert über Nikotin und Kokain in ägyptischen Mumien. Wir haben über 3000 Nikotinnachweise. Dann sollte der Verdacht schon sehr hoch sein, dass das eben nicht aufgrund von Verunreinigungen von pfeiferauchenden Ägyptologen, die gerade mal den Tinnitus oder Parkinson bekommen haben und diese Mumien verschmutzt haben, sondern dass eben wirklich hier frühe Seefahrer ihre Hände im Spiel hatten. Und da kommen wir gleich auf das nächste schöne Wort, Experimentalarchäologe. Da geht es eben darum, im technischen Experiment auf dem Ozean die Machbarkeit solcher vermuteten Ausbreitungs- und Fernhandelsprozesse nachzustellen. Wie bist du auf diese Themen gekommen? Also du kommst aus Gotha, aus dem Thüringer Raum, wo das Meer ein bisschen weit weg ist. Ja, man nimmt immer das, was man nicht hat. Ja, stimmt. Aber dann noch in der DDR aufgewachsen. Da ist das Weltmeer, sind die Weltmeere ja noch viel weiter weg. Ja, ich weiß es nicht. Das ist göttliche Inspiration. Ich habe das schon sehr früh gewusst, dass ich so eine Sachen irgendwie liebe. Dann habe ich 1979 das erste Mal Thor Heyerdahl gesehen. Mit Tigris und der amerikanische Filmproduzent, den wir schon auch bei Nuo Viso hatten, Dale Bell, der hat diesen Film produziert mit Pink Floyd Musik, Shine on Your Crazy Diamond, und da ist bei mir irgendein Diamant auseinandergebrochen und ich wusste schon 1979, das ist das, was ich mal machen möchte, wenn ich erwachsen bin. Also im Kielwasser von Thor Heyerdahl forschen, Dinge zusammentragen, Pflanzen, Pyramiden, andere ungelöste Rätsel der Entdeckergeschichte. Und dass mir das gelungen ist, ist natürlich eben wieder göttliche Inspiration. Da hat Abora möglicherweise ihre Hände im Spiel gehabt. Und es muss ja auch Studienplatz frei sein. Ne? Ich kann mich entsinnen, Meeresbiologie, das waren zwei pro Jahr, eben, genau, die so einen Studienplatz bekamen. Nee, ich habe deswegen viele Umwege in Kauf genommen. Und ich muss aber sagen, dass diese Umwege der direkte Weg zum Ziel waren. Viele fragen mich, wie konntest du solche Boote bauen? Ja, ich wollte, nachdem ich nicht Archäologe werden durfte, zwei Studienplätze pro Jahr in der DDR, ja, war es selber. Da habe ich gedacht, was ist das Naheliegendste zur Archäologie? Biologie, vor allem Evolutionsbiologie. Heute weiß ich, eigentlich müsste jeder Archäologe mal zwei Semester Evolutionsbiologie wirklich im Studium haben, um zu begreifen, wie unglaublich anpassungsfähig Leben ist und wie eben Leben, gibt es ja die Diaspora-Theorie, dass das Leben von anderen Planeten hierher gekommen ist durch Kometen. Weiß ich nicht, will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen. Aber das Leben hat eben die Fähigkeit, Wege zu finden,
die man sich nicht am Schreibtisch ausdenken kann. Durch Verbreitungsorgane oder durch Hilfsmittel, ja, was ja auch Tiere und Pflanzen tagtäglich machen, um im Überlebenskampf draußen in der Natur ihr Dasein zu sichern. Und das ist eben ein Thema, wo die Archäologen, denke ich, ein bisschen was von den Biologen lernen könnten über Entwicklungsgeschichte, über Aktualismusprinzipien. Hm. Und das ist so, was mich über viele Umwege dahin gebracht hat, wo ich heute stehe. Wir haben hier ein Schiffsmodell mit von so ein, ja, Abora 3 steht ja drauf, aber du hast ja mehrere Abora-Expeditionen letztendlich gemacht. Aber wie fing denn das mal an mit deinem ersten Boot zum Beispiel? Hast du in der Schule oder irgendwie? Ich habe in der Schulzeit drei Boote gebaut. Das erste, wie gesagt, 1980 nach Thor Heyerdahls Tigris-Mission. Da habe ich ganz alleine angefangen, habe schnell gemerkt, alleine schaffst du das nicht, das ist zu aufwendig. Dann habe ich zwei Anläufe gebraucht in der 10. Klasse. 1983 habe ich mit Mitschülern aus meiner Schule damals in Thüringen, in Warza, haben wir ein 6 Meter langes Schiffboot gebaut. Und das war für mich auch schon so ein prägender Moment. Die haben mich alle für bekloppt erklärt. Mein Spitzname war Strohboot in Seenot. Also die haben alle gedacht, ich habe eine völlige Hacke, dass ich Thor Heyerdahl. Wobei das ja nicht ungewöhnlich ist, so ein Floß baut man ja manchmal schon. Also ich konnte zwei Dinge. Das eine ist, ich wusste durch Thor Heyerdahl ungefähr, wie es geht. Und das zweite, was ich doch ganz gut kann, ist demagogische Reden halten. Und dadurch habe ich es relativ schnell geschafft, dort Mitstreiter zu werben, die mir geholfen haben, dieses 6 Meter lange Floß zu bauen und auch ins Wasser zu bringen. Aber der entscheidende Effekt war, wir hätten eigentlich alle gedacht, dass der Apple-Kahn nach 2 Wochen untergeht. Mhm. Dieses Floß ist 4 Monate nicht gesegelt, lag dort in einem Dorfteich in Thüringen und ist nicht untergegangen. Mhm. Und das war für mich sehr früh, 1983, so ein prägender Moment. Er ist so falsch, kann der Haier da nicht liegen. Wenn das selbst mit unserem europäischen Schilfrohr geht, 4 Monate ist doppelt so lange, wie RA1 und RA2 gebraucht haben, über den Atlantik zu segeln. Da hätte ich theoretisch hin und wieder zurücksegeln können. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, da bleibst du dabei. Deine kindliche Inspiration. Und ich habe dann mein Leben darauf auch schon irgendwo eingestellt, irgendwann mal wieder darauf zurückzukommen. Und ich hatte natürlich wie immer Riesenglück. Mein größtes Glück war die Wende 1989. Ich habe dann Biologie studiert, weil es eben Ausbreitungsgeschichte sehr nah war. Und dass dann die Wende kam 1989, das hat auch im Studium solche Freiheitsgrade gegeben, dass ich eben damals in Jena das alte Curriculum, was zur Ostzeit noch nicht nur schlecht war, also ich hatte das extreme Glück, in beiden Systemen zu studieren. Mhm. Und das extreme Glück heißt eben auch eine solide, gute naturwissenschaftliche Grundlagenausbildung die ersten 1,5 Jahre. Dann kam der Westen, eine gute, konsolidierte Freiheit, wo man nicht einfach auch die Freiheit vergoldet, wo man wusste, was Freiheitsgrade wert sind. Nicht, wenn man weiß, wo man nicht hingehen soll. Ich wusste genau, wo ich hin will und hatte plötzlich die Möglichkeiten, das zu tun. Und da habe ich mich schon als Student vorbereitet, mal später zu promovieren, habe bestimmte Kurse gemacht, die mir dann später geholfen haben, in Erlangen da die Zulassung zu kriegen. Mhm. Und so hat sich eins ins andere eingefügt. Ich habe die richtige Lebensgefährtin gefunden, die bereit ist, mit mir diesen Notstand in Seenot 30 Jahre lang auszuhalten. Ihr habt euch sogar kennengelernt beim Schiffboot bauen. Ich habe als Student, ich war früher, wie nannte sich das, Kulturbund, habe da schon zu tiefen DDR-Zeiten Vorträge gehalten in der Urania und habe so in Jena schon so 30 Leute gesammelt, da war noch nicht an die Wende zu denken, die mir immer zu meinen Vorträgen gekommen sind. Und dann war plötzlich die Wende und dann habe ich gesagt, meine Leute, wir könnten ja mal Thor Heyerdahl nachahmen, weil die mich immer genervt haben. Wie ist denn so ein Boot? Ich hatte ja schon eins gebaut. So, lasst uns doch eins bauen. Und dann hat mein Sportgeschichte-Professor davon Wind bekommen und sagte, du bist verrückt, mach das nicht in deinem kleinen Thüringen. Geh an die Ostsee, in die Universität Greifswald, lad ZDF ein. Du wirst weltberühmt, wirst als Student schon Millionär und machst dann deine Expedition. Ich meine, Millionär bin ich nie geworden, aber der Mann hat recht gehabt und der hat zu mir auch damals diesen wichtigen Satz gesagt, ihr dürft als junge Menschen nicht so klein denken, ihr müsst über euch hinauswachsen lernen und ihr müsst auch eure Vorbilder in Frage stellen lernen. Und das ist, was ich wirklich auch so später als Lehrer und später auch als Doktorand lernen musste oder auch angewandt habe, was mir mein alter Sportgeschichtelehrer Professor Willi Schröder da mitgegeben hat. Man macht sich selber viel zu klein und wir könnten so viel mehr erreichen. Weil es ja immer wieder Menschen gibt im Umfeld, bei einigen, die sagen, das schaffst du nicht, das ist viel zu groß und back mal kleine Brötchen und so. Ja, aber hast du dich nicht beeinflussen lassen? Ja, ich hatte immer auch das Glück, gute Leute an meiner Seite zu haben. Ob das
meine Botanikprofessorin war schon im ersten Studienjahr, du musst Thor Heyerdahl fortsetzen, du musst von Teneriffa nach Kuba segeln. Mhm. Wenn du das wirklich hinkriegst, weil da gibt es Guanchenfunde und heute mache ich das. Ich komme gerade frisch von Teneriffa, wo wir auf den Kanaren wieder Dinge gesehen haben, die dürfte es dort nicht geben. Also auf welcher Insel warst du? Teneriffa. Teneriffa. Das ist ein Kontinent. Das sind Dinge, da werden wir noch etliche Sachen davon hören. Gut, wenn du jetzt schon ansprichst, dann will ich es natürlich wissen. Was gibt es dort, was ich nicht wissen sollte? Da gibt es Darstellungen von fremdländischen Schiffen. Es heißt in der offiziellen Wissenschaft, also der Archäologie der spanischen Archäologen, dass die Kanaren relativ spät besiedelt wurden. Im Moment ist man so bei 1000 vor Christus, dass die Phönizier die ersten Guanchen passiv dorthin verschleppt haben. Der Chef der kanarischen Vorgeschichte ist sogar der Meinung, dass die Römer erst die Guanchen gebracht hätten, was völliger Unsinn ist. Das ist ja eine Steinzeitkultur und keine antike Kultur. Die kannten weder Metalle noch die Töpferscheibe, alle Dinge, die also in der Antike im ganzen Mittelmeerraum verbreitet gewesen waren. Also es können nicht die Römer gewesen sein, genauso wenig die Phönizier, die so ab 1000 vor Christus den Atlantik erobern. Auch dort die ersten Städte bauen in Marokko und Spanien. Aber entscheidend ist, ich habe Felsbilder von einer Woche vorgestellt bekommen, ägyptisch anmutende Schiffe, vorägyptische Schiffe, die eine ganz bestimmte Takelage haben, die also mit Ambora sehr viel zu tun hat. So dreieckige Segel, die wir erst vor 2 Jahren auf der Ostsee das erste Mal getestet haben mit Ambora, also mit Dilmun 5, wo ich gesagt habe, Mann, das könnte man für den Atlantik vielleicht nutzen, weil ich kenne solche vorägyptischen Darstellungen auch von Spanien, Cadiz. Und jetzt finde ich das plötzlich auf den Kanaren. In so einer wundervollen künstlerischen Perfektion, da muss ich mich selber am Ohr kratzen. Und wo? Das darf ich nicht verraten. Ach so, aber schade. In der Nähe von Santa Cruz, der Teneriffa. Okay. Das darf ich nicht verraten. Aber der Punkt ist, es geht gar nicht um das Verraten. Ich mache dazu auch gerade einen Film. Ich muss doch zum Boden. Sind das Höhlen? Das sind in der Regel sind diese Schiffsbilder nie in Höhlen, weil immer alle reden von Höhlendarstellung. Nee, das sind in der Regel Felswände in Sichtweite zum Meer. Ach so. Weil die Guanchen haben immer dann gesehen, wie solche Schiffe kamen, wie Ambora, ob nun mit rechteckigen Segeln oder dreieckigen Segeln. Und wie das eben immer so ist, wir haben das als Jugendliche auch gemacht, haben japanische Schriftzeichen unsere Scheunen gemalt. Alles, was fremd, das imitiert man und das haben die dann schön in Stein gekauft, aber nicht einmal, so ein Dutzendfach. Und ich habe dort Schiffsbilder gesehen von ägäischen Schiffen, wo wir mit Ambora 4, der Film, der ja bei Pandare auch läuft, die Reise der Argonauten, ich habe das Ganze über den Titel vergessen. Blenden wir ein. Wo wir wirklich dieselben Bilder finden, die in der Ägäis schon vor 4.500, 5.000 Jahren dort eingemeißelt haben. Diese Bilder finde ich plötzlich auf den Kanarischen Inseln. Wo ich sage, da liegen doch 6.000, 5.000 Kilometer Ozean dazwischen. Meine vorägyptischen Dreieck-Quersegel, die wir ja auch schön dokumentiert haben in vielen Expeditionsberichten, die kommen aus Oberägypten. Das liegt mal so 6.000 Kilometer entfernt. Wie kommen die Bilder dorthin? Und ich weiß es durch meine wirklich jahrzehntelang Felsbildforschung, es gibt nur eine Kultur, die diese dreieckigen Segel in Stein gemeißelt hat, das war die Negate-Kultur. Wir wissen, dass die sehr mobil waren, die sind vielleicht sogar bis Spanien gekommen, aber dass wir die Bilder jetzt auch auf Teneriffa haben und das im 4. Jahrtausend vor Christus, stellt alles auf den Kopf, was ich selber geglaubt habe zu wissen. Und das ist das letzte Wort, was ich von meinen Professoren in Jena lernen durfte. Die hatten damals den Schneid auch, dass sie uns als Studenten beigebracht haben, ihre Vorbilder in Frage zu stellen. Und das ist, was ich heute so ein bisschen vermisse, wo alle in dem Einheitsbrei dasselbe labern. Ja, weil man hat ja gelernt, der Lehrer hat immer recht, ne? Oder die Eltern. Ja, das ist ja auch richtig. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du emanzipiert werden musst. Und dann musst du auch mal auf dich selber hören. Ja, der Schwenk in Richtung Politik, ne? Die haben ja auch immer recht. Wir bleiben jetzt erstmal bei. Die müssen es nur nicht bezahlen, das ist der entscheidende Punkt. Wir bleiben vielleicht erstmal bei deinem Schilfboot. Wann hast du denn das erste große gebaut? Mit der Mission, ich habe jetzt eine Tour, die ich verfolge, mehrere Monate auf See. Also das erste große habe ich dann als Student gebaut, Dilmun 1, 1990, mit der Wende. Das war immer schon 12 Meter lang. Sollte einmal um die Insel Rügen rum. So als Studentenprojekt mit der Universität Jena und Greifswald im Gepäck. Und wir mussten aber die bittere Erfahrung klug werden, dass die Kritik an Thor Heyerdahls Reisen nicht ganz unbegründet ist, weil mein großes Vorbild, und das ist auch nach wie vor,
hat auch methodische Fehler gemacht, wissenschaftliche Fehler. Seine Schiffe konnten nur von A nach B driften. Hm. Unfähig nach C, D oder E abzuzweigen. Die konnten nicht aktiv quer und gegen den Wind segeln, also kreuzen, also gegen den Wind im Zickzackkurs aufzusegeln. Man muss nicht unbedingt kreuzen können, um Handel zu treiben, aber man muss wenigstens quer zum Wind segeln können. Ohne die Fähigkeit, quer zum Wind zu segeln, kann ich keinen aktiven Handel betreiben. Dann ist das Zufallskontakte. Das ist ja, was man Heyerdahl vorwirft. Man sagt ja mittlerweile, man weiß, es gibt die verschiedene phönizische Fundstätten an der gesamten süd- und mittelamerikanischen Küste. Es gibt die Bucht der Krüge und es gibt die Bucht der Phönizier. Und also da ist schon hin und wieder mal jemand rübergekommen. Da hat man heutzutage kaum ein Problem, spätestens seit Thor Heyerdahl gezeigt hat, dass selbst so ein primitiver Papyrusrumpf es schafft, über den Atlantik zu segeln. Er ist ja mehr oder weniger gedriftet. Aber was das Problem an Thor ist, er konnte nicht aktiv zurücksegeln. Und das ist natürlich der Hauptgrund, warum man sich so lange gesperrt hat zu akzeptieren, dass es auch Rücksignale in die alte Welt gegeben hat. Und deswegen war Abora 3, deswegen habe ich sie auch mitgebracht aus meinem Gestell. Da haben wir 1, 2, 3, 4, jetzt baue ich schon fast an der 5. Wo ich sage, das war so wichtig, das Projekt zu machen, um zu zeigen, dass es technisch, theoretisch möglich ist, auch den viel schwierigeren Weg zurückzusegeln. Weil es an diesem Schiff halt Dinge gibt, nämlich diese Seitenschwerter, ganz die genau, es möglich machen. Das sieht man auch schön. Ja, das kannst du besser erklären als ich. Ich kann sie einmal hochnehmen. Ja. Also man sieht das hier, ich nehme es mal auf meinen Schoß. Und der große Unterschied zu Heyerdahl und mir, dass wir die Bretter nach Steinzeit Vorlage genutzt haben. Also die erste Erkenntnis war von Thor Heyerdahl, als ich mich dann als Student wissenschaftlich damit beschäftigt habe. Die Ägypter sind nicht übers Meer gefahren. Die konnten hin und wieder gut übers Meer fahren, aber das waren nicht die Hochseehändler per se, obwohl wir auch Hinweise haben, dass sie aufs Meer gegangen sind. Aber die Leute, die vor dem Nil, der Nilzivilisation aus Asien gekommen sind und die Nilzivilisation gegründet haben, die bringen diese Felsbilder mit, wo wir Seitenschwerter nicht nur am Bug, sondern auch am Heck sehen. Und diese Seitenschwerter funktionieren prinzipiell wie ein Kiel. Dass ich also dem Winddruck über Wasser, der Wind kommt also jetzt von Achtern, von mir, da würde normalerweise das Floß quer zum Wind wegtreiben, so wie es Heyerdahl ergangen ist. Und wenn man die runterfährt, dann kannst du im Wasser Widerstand setzen und dann verhindert es das Wegtreiben des Schiffes. Also dass sie verringern die Seitabdriften. Die zweite Sache ist, vor allem wenn man mehr Bugschwerter steckt, dass man dann natürlich das Boot auch in den Wind drehen lässt, um also sogar leicht gegen den Wind zu segeln, was wir im umgangssprachlich als Kreuzen bezeichnen. Kein Seefahrer sagt Kreuzen. Ich bin ja auch kein Seefahrer. Ich will nur sagen, also für die Laien, dass man eben Kreuzen ist, eben, dass man sogar leicht gegen den Wind wendet oder halst, um dann sogar gegen den Wind aufzukreuzen. Selbst das erreichen die Seitenschwerter. Bei Abora 2, da sind wir von Alexandria in den Libanon nach Zypern und wieder gegen den Wind nach Alexandria zurückgekreuzt. Ich hätte nie gedacht, dass man mit so einem Papyrusboot ungefähr 5.500 Jahre alte Felsbilder haben uns dahin geführt, dass man sogar kreuzen kann. Wir haben bis 70 Grad am wahren Wind geschafft. Also für die Leute, die seefahrtsaffin sind, 70 Grad mit dem Steinzeitfluss gegen den Wind kreuzen, ist so, als hätte man im Mittelalter ein Jumbo-Jet ausgegraben. Damit ist klar, wie mobil die Leute damals gewesen sein mussten. Und dass ich heute selber erstaunt bin, obwohl ich diese Schiffe baue und segle auf den Kanarischen Inseln, solche Felsbilder aus Nordostafrika, am Rande Afrikas, in der Westhemisphäre wiederzusehen, da muss ich mich, wie gesagt, selber ins Ohrläppchen kneifen, weil wir den Menschen der frühen Vorzeit radikal unterschätzen. Wir sind blind den Leistungen. Was ich ja interessant finde, und das hat wahrscheinlich Thor Heyerdahl auch nicht gesehen, wenn man diese Felszeichnung sieht, könnte man ja auf den ersten Blick glauben, und das hat man ja geglaubt, diese Striche an der Seite von dem Boot, das sind halt die Ruder, ne? Genau. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Nee, das sind keine Ruder, das sind wahrscheinlich... Na, indem ich mich nicht nur an Bücher gehalten habe, wo das immer wieder drinsteht, sondern indem ich auch wieder das in Frage stelle als Wissenschaftler. Also Wissenschaft ist immer der aktuellste Stand des Irrtums. Und ich habe das... Heyerdahl hat das ja nie hingekriegt, obwohl er die Felsbilder sogar kannte. Aber der hat sich so von den Ägyptologen belatschern lassen, dass man nicht gegen die Wind segeln kann, schon gar nicht mit dem Papyrusboot, dass der nie darüber nachgedacht hat, mal darüber nachzudenken. Und ich stelle das halt in Frage, was mir Autoritäten sagen. Und ich habe dann relativ früh angefangen, 1992, nach dem nicht so erfolgreichen Kopieren der Ra 2 mit deutschem Schiff. Wir haben ja die
Ra 2 nachgebaut, 1990 zur Wende. Los, wir fahren jetzt selber nach Ägypten und schauen uns das selber an. Also meine Lebensgefährtin Cornelia Lorenz und ich. Wir sind dann 11 Wochen lang durch Ägypten getingelt und haben dann wieder göttliche Inspiration, die richtigen Leute getroffen, auch die Leute, Ägyptologen aus Heidelberg, die mich an die Hand genommen haben, die sagt, ja, wenn du Heyerdahl fortsetzen möchtest, musst du erstmal alles vergessen, was Thor geschrieben hat. Und das ist eben diese Fähigkeit zu differenzieren. Und ich sage, wie bitte, was? Ja, wenn du das machen willst, du musst von den Ägyptern weg. Die Ägypter waren nicht die großen Seefahrer. Wenn, waren das Leute, die parallel zu den Ägyptern gelebt haben. Minoer oder wer auch immer, Mykener oder es gibt ja viele Völkerschaften am Rande. Oder es waren Leute, die vor den Ägyptern hier gelebt haben oder von außerhalb gekommen sind. Und das war so der goldene Tipp. Dann sind wir, muss man sich vorstellen, 800 Kilometer mit dem Taxi in die Wüste gefahren für nur 60 D-Mark. Ich kann das heute noch kaum noch glauben. 800 Kilometer, ganzen Tag in irgendwelche Wüstentäler, haben dann die Wadis nach den Bildern abgesucht. Die Ägyptologen wussten nicht, wo die Schiffsdarstellungen sind, aber sie kannten Beduinen, die wussten, wo sie sind. Und da sind wir, wie gesagt, 800 Kilometer, ich weiß nicht, wo das war, irgendwo im Wadi Hammamat, haben wir dann das erste Mal die richtigen Bilder vorgestellt bekommen. Und da ist mir sofort klar geworden, weil das ist das Paddel. Da war ein Schiff im Wadi Hodin Magol, da waren Seitenschwerter dran, aber keiner, der das Paddel durch Wasser zieht. Hinten stand aber ein Rudergänger, der sehr wohl das Ruder festhielt. Und da ist mir klar geworden, hä? Wenn das Paddel sein müsste, müsste ja auch ein Mann dargestellt sein, der wie der Rudergänger mit dem Ruder, mit Muskelkraft. Und da ist mir klar geworden, stopp, die wollten vielleicht was anderes darstellen. Und als ich dann zu Hause war, habe ich dann natürlich auch die Literatur studiert. Und da ist mir aufgefallen, was Thor Heyerdahl 65 Jahre lang eben nicht aufgefallen war, dass manche dieser Darstellungen, nicht alle, nicht Paddler darstellen, sondern Seitenschwerter. Hast du ihn auch mal kennengelernt? Ja, ne? Wie hat er dann darauf reagiert? Total verblüfft. Ich habe gerade die Witwe von Thor getroffen und wir unterhalten uns da jedes Mal. Wir treffen uns relativ oft. Jacqueline Bier war eine berühmte Schauspielerin früher. Aber als ich das erste Mal Thor drauf ansprach, da haben wir 8 Stunden am Stück gesprochen. Ohne Pause. Bis ich dann Jacqueline dazwischen geschmissen hat. So, Jungs, jetzt ist es gut. Jetzt gehen wir erstmal was essen. Der konnte das nicht glauben, was ich gefunden habe. Ich sagte, wie blind bin ich gewesen? Ich bin 65 Jahre durchs Kon-Tiki-Museum gelaufen, habe die gleichen Bilder wie du an die Wand gemalt mit Künstlern. Und du erzählst mir an meinem Kon-Tiki-Museum, wie es richtig geht. Bin ich denn blind? Aber das ist eben, ja, wenn man nicht in Frage stellt. Und das ist ja genau das, wo ich sage, da haben wir wieder die Verbindung zur Gegenwart. Ich weiß, wir sollen nicht so viel drüber reden. Aber Wissenschaft funktioniert nur, indem ich Fehler mache, anzweifle und neue Fragen stelle. Alles andere ist Scholastik. Und auch andere Wissenschaftler zulassen, ne? Also das ja, auch der, können dass ja viele eben diesen, egomäßig nicht. Genau, auch diesen interdisziplinären oder transdisziplinären Charakter. Ohne dieser, ich meine, das wird ja auch gemacht, es ist ja nicht so, dass es gar nicht gemacht wird, aber es hat immer so eine Zielbestimmtheit. Was es eben unbedingt braucht, ist zweckfreie, ideologiefreie Forschung, wo man einfach forscht, des Forschens wegen, und dann macht man eben solche Entdeckungen, wie ich sie hier beschreibe. Mit welcher Mission warst du überhaupt unterwegs? Also das Boot war von mir aus fertig und seetüchtig, wurde vom Stapel gelassen und dann ging es los? Ja, wir sind schon 4-mal ganz groß über die Weltmeere geschippert. Das erste Mal 1999 von Sardinien aus, so durchs zentrale Mittelmeer. Da haben wir noch nicht das so richtig wir wussten schon, wie es geht, aber wir haben es noch nicht perfekt umgesetzt, weil das, wenn ich Sohn von einem alexandrianischen Fischer gewesen wäre im Altertum, dann hätte ich das mit der Muttermilch bekommen. Aber als Thüringer an so einem kleinen Flüsschen Nesse bei Gotha, ja, da mussten wir uns das hart erarbeiten. Deswegen hat es erst bei Arbora 2 so richtig geklappt. Da sind wir 2002, 3 Jahre später, dann von Alexandria nach Byblos, von Byblos Beirut rüber nach Zypern und eben dann gegen den Wind sogar gekreuzt zurück nach Alexandria, was ich nie gedacht hätte, dass es geht. Auch das ist wieder so ein Aha-Effekt. Man unterschätzt selber seine eigenen Leistungen manchmal. Das war sehr erfolgreich und dieser Erfolg hat dann dazu geführt, dass wir nur 3 Jahre später das Geld zusammen hatten, Arbora 3 zu bauen in New York, Big Apple. Zurzeit, muss ich sagen, mein erfolgreichstes und ambitioniertestes Projekt, wo wir dort 3 Jahre lang in New York Arbora 3 gebaut, aufgebaut, gestartet haben.
Und da ging es eben dann die viel schwierigere Route im Norden. Im Norden kommt der Wind von Norden, Nordroute. Und die Strömung ist teilweise gegen dich. Und wir mussten dort eben gegen Wind und Wetter, vor allem gegen die Wirbelsysteme des Golfstroms. Der Golfstrom ist kein Fluss wie der Äquatorialstrom im Süden. Der Golfstrom meandert und an seinen Rändern bilden sich Riesenverwirbelungen, die sich vom Golfstrom lösen und nach Amerika zurückfluten. Und das war eben die überwiegende Überzeugung aller Seefahrtshistoriker, Ozeanographen, dass solche einfachen Schiffe aus Schilf oder selbst aus Holz nicht gegen diesen flutenden Golfstrom ankommen. Und wir haben es geschafft, 4.400 Kilometer, sind durch drei solcher Riesen-Eddys gesegelt, hatten ganz nebenbei 13 Stürme, zweimal Windstärke 10, hat uns nichts getan, also absolut safe. Erst der 13. Sturm hat uns kaputt gemacht, was aber nicht an den Stürmen lag, sondern weil wir einfach so wenig Geld hatten bei Abora 3. Und ich musste den billigsten vom billigsten, so wie wir heute unsere Autobahn bauen, Sub vom Sub, der irgendwie noch bezahlbar war. Und die haben dann unser Boot sublimiert, also kaputt gemacht. Also das Boot ist definitiv beim Containertransport, also beim Transport von Staten Island nach Jersey City, dort ist das Boot kaputt gegangen. Dass wir es so weit geschafft haben, ist 8. Weltwunder der Antike, weil wir haben 13 Stürme gehabt, zigmal Windstärke 8, 9 Meter hohe Wellen, haushohe Wellen. Also, obwohl die Welle gar nicht so das Problem ist. Aber es war schon eine harte Überfahrt, muss ich sagen. Also man sieht es ja an deinen Dokumentationen, wo da wird mir schon beim Zugucken schlecht. Das kriegst du gar nicht mit, wenn du da drauf stehst. Ja gut, du musst funktionieren. Ne? Deswegen gehen wir viel segeln. Wir haben so ein 6 Meter langes Hilfsschilfboot, ich nenne das immer Dilmun S. Also S steht für Styropor, also für ist ein Schilfboot-Imitat, um also unsere Petri-Jünger im Segeln anzutrainieren. Es gibt ja keine Segelschule der Welt, wo du Seitenschwertsegeln lernst, außer bei mir. Also du kannst dich anmelden, kein Problem. Wir machen bald wieder so einen Grundkurs für Anfänger. Und da muss, also Professionalität kommt eben von Wiederholen. Wiederholen. Wir haben bestimmte Manöver jetzt auch gerade für Abora 4, um also das Anlanden auf Limnos und die Befragung der Caldera von Santorin, das haben wir auf dem Geiseltalsee wirklich bis zum Erbrechen geübt. Die Leute haben mich zum Teil auch wirklich nicht gehasst, aber man muss das sein zum 20. Mal. Ja, das geht. Du wirst Weltmeister nur, indem du übst, wiederholen, ohne einzuholen. Hätte ich jetzt fast gesagt wieder, gell? Aber du weißt, was ich meine. Also es geht nicht ohne dieses schnöde Lernen, Üben, Schweiß, Fleiß, Preis. So hast du deine Mannschaft fit gemacht. Was sind das für Leute, die dann mit dir solche Abenteurer bestehen? Das frage ich mich manchmal selber. Ich hätte schon dreimal gemeutert und wäre abgehauen. Warum die am Ende immer dabei bleiben, weiß ich nicht. Musste meine Leute fragen. Aber es sind Leute aus ganz normalen Berufsfeldern, Wissenschaftler, Ärzte, Steuerberater, Lehrer, Hartz-IV-Empfänger, Rentner, junge Erwachsene, die meinen, dass es nicht alles gewesen sein kann, sondern noch ein bisschen sinnvolle Freizeit zu verbringen. Also für die ist es Freizeit nichts. Für mich ist es Beruf, für die ist es angewandte Freizeit. Aber es ist eben auch für die Leute ein Erlebnis, das kannst du dir für kein Geld in irgendeiner Urlaubs-Tui-Abenteuerreise an den Pyramiden. Du gehst kaufen. Ja über deine Grenzen, das ist ja wie mit jedem Extremsport, sage ich mal. Du lernst deine Grenzen kennen, gehst drüber und kommst total gestärkt wieder. Ne? Na, ich würde, das könnte man so schön elysisch sagen, ich würde das Gegenteil behaupten, wenn du so eine Expedition gemacht hast, begegnest du dich in Situationen, wo du nie hinkommen würdest im normalen Leben. Und dann lernst du wirklich dich selber am Objekt kennen. Und da kann man nur manchmal Sachen fremdschämen. Hoffentlich hat das jetzt keiner gefilmt oder sieht das keiner. Weil man eben dann noch mit 12 anderen klarkommen muss. Du hast schon mit dir selber ein Problem. Und dann versuch deine Probleme noch mal mit 11 anderen zu teilen, die dasselbe Problem haben wie du. Das kann ich mir heikel vorstellen. Das ist ja nicht viel Platz auf so einem Boot. Ne? Wie lebt sich das mit 12 Personen? Ach, eigentlich gar nicht so eng, wie man sich das vorstellt. Aber es ist eben doch alles sehr primitiv. Also schlafen auf Holzbrettern. Also hinterher ist mein Rücken immer wieder geheilt. Wir liegen wahrscheinlich viel zu weich. Das Zweite ist, es ist eben Bordtoilette, heißt Außentoilette. Wir haben so eine kleine Korbhütte am Heck, sieht man auch da. Da ist ein Eimer drin, ein Fallobsteimer, dann fällt es rein. Und dann musst du eben, die Meeresspülung ist ja hinter uns riesig. Man muss nur aufpassen, dass hinten keiner schwimmt. Nicht, dass da gerade Wind kommt von vorne. Oder die, ja, das weiß das jemand eigentlich. Und dann, dass man nicht in den Louvre seine Fäkalien entsorgt. Und dann, ja,
das sind so viele Kompromisse, die du bereit sein musst zu schließen. Wasserangst darf man nicht haben, es wird auch manchmal nass bei Sturm oder Regen. Aber alles in allem ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wie man sich das vorstellt. Es ist eben, naja, was sich die bestimmte Parteien wünschen, back to the roots. Also ich will nicht sagen Caveman-Dasein, aber es gibt kaum elektrischen Strom, für was auch. Du hast eh kein Handyempfang, wenn du draußen auf dem Meer bist. Aber es sind schon Dinge, wo du eben wirklich ein Stückchen zurückfährst. Und das ist eigentlich auch ein wunderschönes Erlebnis, abends dann mit seiner Wache zusammenzusitzen, ein schönes Buch lesen, bis in die Nacht quatschen, wenn du Freiwache hast, und dann ausschlafen. Also wir haben auch so ein besonderes Seegeschichtssystem, nennt sich englisches Seegeschichtssystem, wo die 12 Mann in 3 Wachen eingeteilt sind. Eine Wache ist 6 Stunden lang. Also erst 6 Stunden Segelwache, 6 Stunden Freiwache und danach 6 Stunden Bereitschaft, wo man aber zu 80% frei hat. Das heißt, dein Tag ist dann nicht 24, sondern nur 18 Stunden lang. Mhm. Dadurch ist eine Arbora-Woche nur 3 Tage lang. Erster Tag ist Montag, zweiter Tag ist Freitag und der dritte Tag ist Sonntag. Mhm. Und dann geht es mit Montag wieder los. Aber was machst du dann in der freien Zeit? Ich meine, Buch lesen, ja, schön. Alles braucht auf dem Meer 3-mal so lange wie an Land. Also wenn du baden gehen möchtest, dauert so ein Badeausflug 2 Stunden. Wo du hier ins Wasser springst, Handtuch, fährst wieder weg, gehst wieder auf Arbeit. Wenn du mittags zum Beispiel so ein Teich in der Nähe hättest oder so. Ich habe so eine schöne Sache laufen gehabt. Ich habe zum Beispiel Rauchen nicht verboten. Wir hatten viele Raucher dabei. Ich sage, ihr könnt rauchen. Da draußen ist der Rettungsring. Und da sind die auch ganz brav, haben sich die Badehose übergestriffen, haben sich eine Plastiktüte Feuerzeug, Zigaretten und haben dann sich vom Schiff ziehen lassen. Und haben die sind ins Wasser gegangen und haben im Wasser geraucht. War gut. Haben sich einige auch abgewöhnt, oder? Nach einer Woche hat keiner mehr geraucht. Es war viel zu umständlich. Das hat Stunden gedauert. Und viele haben dann gleich 2-3 geraucht, damit der Nikotinpegel lange anhielt. Aber ich kann nur sagen, für jeden, der sich das Rauchen abgewöhnen will, heuert bei mir an. Ich brauche da keine Woche dazu. Das wäre doch ein Therapieboot demnächst, oder? Die Sollte man vielleicht anbieten. Vielleicht auch für depressive Menschen, weil ja, wenn die immer zu tun haben, kommen die nicht. Haben dort keinen Raum. Das ist dann spätestens nach dem ersten Gewitter weggeblasen. Da ist kein Zeit für schlechte Gedanken. Ja, aber du hattest ja eine Mission. Erstens mal zu beweisen, dass es schon viel früher möglich gewesen sein muss, von A nach B zu kommen. Das hat ja zur Folge, dass man auch in Frage stellen kann, wie du es ja auch machst, dass vielleicht Kolumbus nicht der Erste war, sondern dass es früher schon möglich gewesen sein muss, Handel zu betreiben auf den Weltmeeren. Richtig, also da müssen wir auch nochmal zu Arbora. Arbora 1 und 2 hatten vor allem den Zweck, das gegen den Wind segeln wissenschaftlich zu belegen. Wo ich noch nicht so sehr Wanderungsrouten mir so... Wir sind natürlich bestimmte Routen, gerade bei Arbora 2, die Ägypter im inneren östlichen Mittelmeer, dass die eben nicht nur auf dem Nil gesegelt waren, sondern tatsächlich auch bis nach Zypern oder auch Kreta navigierten. Mhm. Da gibt es auch heute keinen Zweifel dran. Aber nachdem das nachgewiesen war, Arbora 3 von New York in Richtung Spanien oder Portugal, da ging es dann rein um wirklich übergreifende Fragestellungen. Und ich habe ja damals 2005 bis 2007 in Erlangen promoviert über Nikotin und Kokain, was ja, wo ich sage... Wir kommen immer wieder auf das Thema. Ja, ne? Wer ist zusammengehört? Frühe Seefahrer und Pflanzen und Tiere sind zwei Seiten ein und derselben Medaille, weil wenn Menschen wanderten, haben sie natürlich Proviant gebraucht, haben Vorratsschädlinge verbreitet, Parasiten verbreitet, Krankheitserreger verbreitet, aber manchmal auch gute Gewächse, wie zum Beispiel Tabak und Nikotin. Oder haben wir den Apfel weggeschmissen, so wie wir es jetzt vielleicht machen. Ja, und ne? Ich sag mal, das hat eben tausendfach vorher schon stattgefunden. Wir sind eben nicht die Ersten, auch wenn wir uns mal vorstellen, wir sind die Ersten, aber wir sind die Letzten, die Amerika wiederentdeckt haben. Was ja auch das Thema mit Kolumbus ist. Kolumbus war ein kluger Kopf, aber er hat durch seine Intelligenz sehr schnell gelernt, aufgrund antiker Seefahrtsberichte und vieles, was ja damals noch viel mehr greifbarer war als heute. Also wir dürfen nicht vergessen, in welcher Zeit es war, in der Renaissance, wo man vieles auch in Frage gestellt hat. Kolumbus war auch nicht der Einzige, der solche Fragen gestellt hat. Aber entscheidender Punkt ist, dass Kolumbus scharfsinnig genug war, die Indizien zusammenzutragen, die man aus der Literatur, aus antiken Karten, aus Seefahrtsberichten und eben auch von solchen Funden. Kolumbus hatte zum Beispiel Nachricht bekommen, dass in Irland ein Kanu gelandet ist mit rothäutigen Menschen. Da wollte die unbedingt sehen. Die kamen aus dem Westen, sind von einem Sturm abgetrieben worden. Er hat die dann nicht mehr lebendig gesehen, soweit meine Geschichtskenntnisse ja nicht
Geschichtskenntnisse reichen. Aber er hat Leute eben interviewt, die damit involviert waren. Und der heilige St. Bretan von Irland ist ja auch vielen Geschichtsbewussten bekannt, wo man wusste schon im Spätmittelalter, da ist was da drüben. Wir können es noch nicht genau greifen. Und Kolumbus hat es eben dann geschafft, politisch, aber auch mit dem entsprechenden Druck. Es ist ja ein politischer Druck auch immer dahinter. Und das wird ja heute ausgeblendet. Keine Entdeckung kommt aus dem Nirvana oder aus dem, wie soll ich sagen, aus dem wirtschaftlich-ökonomischen Vakuum. Die Osmanen haben das östliche Mittelmeer abgeriegelt und die großen Herrschaftshäuser haben den Zugang nach Indien verloren. Oder nur gegen ganz viel Steuern sind sie eben an indische Gewürze, Diamanten und Edelrohstoffe gekommen. Und das war der Stimulus für die frühen Europäer, vor allem für die Portugiesen, später die Spanier, neue Wege zu suchen. Und das hat zur Wiederentdeckung Amerikas geführt. Nicht so sehr die Heldentat von Kolumbus. Natürlich war er der epochemachende Entdecker, da gibt es keine Frage. Aber ich bin mir sicher, ich fliege bald wieder nach Portugal, wo wir wieder neue entdeckte Pyramiden dokumentieren. Die Portugiesen waren mindestens 200-300 Jahre vor den Spaniern schon dort. Deswegen haben die auch den Herrn Kolumbus nach Hause geschickt, als er kam und wollte am portugiesischen Königshof nach Unterstützung bitten. Und die Spanier, Konkurrenten der Portugiesen, haben natürlich diesen jungen Verrückten, na gut, gib ihm 3 Schiffe und wir schauen mal, was rauskommt. Wie reagieren denn die Wissenschaftler auf dich? Also, oder auch die Geschichtslehrer und Geografielehrer, wenn du mit so einem Wissen um die Ecke kommst? Ganz unterschiedlich. Es gibt durchaus aufgeschlossene Archäologen, Historiker, die sagen, ja, wir wissen schon lange, dass da was war und wir können es noch nicht beweisen. Auch ich kann es mit solchen Fahrten nicht beweisen. Aber es gibt natürlich auch, wir sagen immer so im Fachdeutsch, so die Betonkopffraktion, die Unbelehrbaren. Und ja, das ist aber auch ganz normal. Und ich sag mal, ich würde mir wünschen, dass wir auch in anderen Themen so widersprüchlich werden. Weil es gibt nicht die absolute Wahrheit. Ich habe es auch nicht. Es gibt bestimmte Indizien, die ich so interpretiere. Und da gibt es einen Gegenüber, der sagt, sowas hat es überhaupt nicht gegeben. Kolumbus war natürlich der epochemachende Entdecker. Deswegen hat es sowas auch im Altertum nicht gegeben, wo ich sage, der hat auch seine Argumente und ich sage nicht, dass der Mann falsch ist, sondern in der Wissenschaft geht es dann darum, abzuwägen und Beweiskategorien zu finden, bestimmte Methoden und Kategorien, um sich einer möglichen Wahrheit zu nähern. Und ich würde mir wünschen, wir würden das in anderen Themen auch machen. Leider viel zu wenig. Heute ist es eher so, dass wir eine uniforme Wissenschaft haben. Es ist entweder grün oder schwarz, gelb oder rot. Und dabei ist die Welt, man sieht es ja, kunterbunt. Es gibt nicht grüne oder rote oder blaue Meere. Das Meer kann jede Farbe haben. Je nachdem, wie die Sonneneinstrahlung ist. Und je nachdem, was du von Untergrund hast. Deswegen ist diese diesen Uniformitätswahn, den wir heute haben, dass wir unbedingt zu einer gemeinsamen Auffassung kommen müssen, sei es Klimawandel oder Elektromobilität, oder das ist der Tod der Erkenntnis. Sondern genau das Gegenteil müssen wir machen. In alle Richtungen gucken. Nicht das eine sofort ausschließen. Und das ist halt, wo es bei der experimentellen Archäologie, wo ich eben lernen durfte, ich mache das ja mittlerweile seit 30 Jahren, dass es viel zu früh ist. Also wir legen viel, auch ich ertappe mich natürlich auch bei Fehlern. Also ich bin ja kein Gott, ich bin ja nur ein Mensch, der Fehler macht. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Aber ich habe immer mehr gelernt, A, auf mein Bauchgefühl zu hören und B, nicht zu früh zu sagen, es war so, das war so, weil alles theoretisch möglich ist. Und das ist halt, wo ich sagen muss, wir haben eben, unser Problem ist in unserem speziellen Abora-Fall, wir können Ramses nicht wieder aufwecken und sagen, hallo, wo habt ihr euren Tabak her? Wie habt ihr das damals gemacht? Wer waren eure involvierten Völker? Das wird er mir nicht verraten. Wir haben nur die Pflanzen, wir haben den Ramses. Wir finden auf Mittelmeerinseln Hinweise, dass die Durchzugsgebiet waren. Und wir wissen heute, spätestens seit Thor Heyerdahl, aber auch, dass der Atlantik keine unüberwindliche Barriere war. Ob nun zufällig oder gezielt. Und durch meine Doktorarbeit, wo wir mit Dr. Svetlana Balabanova und anderen Wissenschaftlern transdisziplinär mit Molekularbiologen, Pflanzengenetikern, also ich habe wirklich eine transdisziplinäre Doktorarbeit geschrieben, können wir heute relativ sicher zeigen, dass es keine Reliktendemiten, also alte, heute ausgestorbene Pflanzen in Afrika waren. Definitiv null. Und wir können relativ sicher zeigen, eigentlich beweisen, mit Hilfe von Single-Nukleotid-Polymorphismen, das sind kleine DNA-Mutationen in gut bekannten Genen, die wir
nicht ich, sondern unsere Teampartner gescreent haben. Ich habe ja auf das Wissen von vielen Universitäten zugreifen dürfen, aus Utah, aus Nottingham. Und wir haben also wirklich mit 18 weltweiten Instituten kooperiert, um dieses Wissen zusammenzubringen. Und da können wir heute relativ sicher sagen, das, was wir in Ramses gefunden haben, also nicht wir, sondern andere Forscher, ist echter amerikanischer Tabak. Der kann nicht postkolumbisch sein, weil wir eben auch die Parasiten finden. Und wenn Leute sagen, na, wo sind denn da die Bindeglieder? Das schaut doch hin, wir haben die Bindeglieder. Eine amerikanische Expedition hat 2018 in Megiddo in Israel 2 Krüge voller Vanilleextrakt gefunden. Die Vanille ist eine Orchidee, die stammt aus Mittelamerika, Mexiko besser gesagt, und ist nach dem damaligen Stand von den Azteken domestiziert worden. Wir kennen ja alle Vanilleeis. Man dachte, die Azteken hätten das erfunden, genau wie die Mayas Kakao. Und jetzt finden wir einen Krug in Megiddo, der fast 2000 Jahre älter ist, mit einer Pflanze aus Amerika. Das heißt, dieser Fund in Israel hat die Domestikationsgeschichte dieser amerikanischen Kulturpflanze auf einem anderen Kontinent um 2000 Jahre fast nach hinten verschoben. Dasselbe ist eben mit Tabak. Ich könnte da jetzt ganz viel erzählen über Agaven, über Ananas. Also all die Pflanzen, die wir heute im Supermarkt kaufen und kennen, die gab es in der Antike in verwandter Form wenigstens bei den Griechen und Römern. Also wenn du in den römischen Supermarkt gegangen wärst, in Pompeji, hättest du auch eine Ananas kaufen können. Das war nichts Besonderes. Finden wir in römischen Villen mehrfach dargestellt. Was meinst du, müsste im Schulunterricht anders unterrichtet werden? Oder wo müssten die Schulbücher... Ja, also eher bei Schulbüchern anfangen, über das Phänomen Schule... Beginnen ja Kinder, ne, sich für Wissenschaft zu interessieren. Ja, das ist richtig. Also ich habe ja Pädagogik mal früher studiert in Jena. Und ich habe eigentlich aufgehört, Pädagogik zu studieren nach dem ersten Semester, als ich gelernt habe, wie Wilhelm von Humboldt, der Bruder von Alexander von Humboldt, der hat ja das neue deutsche humanistische Gymnasium begründet, mit all seinen Vor- und Nachteilen, wie Humboldt, also Wilhelm von Humboldt, eigentlich schon im frühen 19. Jahrhundert gescheitert ist. Die wollten eigentlich die ideale Schule gründen, aber aus Geldmangel, Lehrermangel, den Mangel, hat man das Gymnasium so unperfekt gemacht, wie es heute ist. Humboldt wusste das, hat viele kritische Briefe geschrieben. Und als ich damals im Studium das gesehen und gehört habe, dachte ich, wenn die schon vor 180 Jahren wussten, was alles nicht funktioniert, wir sind kein bisschen weiter. Aber den Fehler hätten wir doch längst mal korrigieren können, oder? Man kann ja heute früh morgen Fernsehen Sat.1, möchte ich dazu sagen, hat man massiv kritisiert, dass in Nordrhein-Westfalen 100.000 Kindergartenplätze fehlen. Und da ist die Redakteurin, ja, wo ich sage, ich gucke nicht oft Sat.1, aufgesprungen, hat gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr genug aufregen. Wie kann so ein reiches Land wie Deutschland nicht genug Geld haben, um genug Kindergärten bereitzustellen? Wir helfen in Namibia und dort. Und ich will das jetzt gar nicht kolonialistisch auswerten, aber wenn unsere Kinder es nicht wert sind, wenigstens so eine gute Pflege zu bekommen, da ist das Bohrer-Entdeckerbuch auch wichtig, aber die Basics sollten wir vielleicht zuerst klären. Aber es ist ein alter Hut schon seit Jahrzehnten, dass solche neuen naturwissenschaftlichen und auch geschichtlichen Erkenntnisse in der Regel 2 bis 3 Jahrzehnte brauchen, bis die in Schulbüchern Einzug halten. Also ich sag mal, das ist eben ganz normal. Also wir lernen immer noch in der Schule Mendel, die Kreuzungsdinge, was kein Mensch hinter dem Ofen... Das lässt sich schon schön korrigieren. Aber die sollten lernen, wie eine Genschere funktioniert und wie, was weiß ich, eine mRNA-Impfung funktioniert. Wie überhaupt eine Impfung funktioniert. Ja, ne? Ja gut, das lernt die schon. Aber ich sag mal, gerade das Fach Genetik, da sind die in der Schule 30 Jahre hinter dem Wissensstand. Und das ist gefährlich, weil ich sage einfach mal, wie können wir unsere Jugend vorbereiten? Wir sind gerade, man nennt das kybernetische Revolution. Die Menschheit wird sich in den nächsten 20 Jahren derartig verändern. Das kann ich hier schon mal sagen. Und es geht nicht darum, dass Evolution gerichtet oder ungerichtet ist. Entwicklungen finden gerade jetzt statt. Man merkt es ja, wir sind in einem völligen Umbau gesellschaftlich. Und das kann ich schön finden oder nicht schön finden. Das kann ich gut finden oder schlecht finden. Es findet eben statt. Und deswegen müssen wir unsere Kinder mit solchen Dingen vorbereiten. Und deswegen ist auch ein guter Geschichtsunterricht nicht unwichtig. Da geht es eben nicht darum, Zahlen auswendig zu lernen, sondern bestimmte Verhaltensmuster zu lernen. Aber die Geschichte, also ich kann das nur von meinen ehemaligen Studienkollegen sagen, die Geschichte unterrichten, da findet die Antike keinen Platz, Altertum schon gar nicht. Ja, wie will ich denn von gestern auf heute schließen, wenn ich das gestern nicht kenne?
Und gerade, was ja auch mit Aboraz zu tun hat, die ägyptische Kulturgeschichte, aber auch babylonische, mesopotamische, ist so voller guter Lehrbeispiele. Mhm. Auch die Mayas, warum sind die Mayas untergegangen? Die meisten glauben ja, dass die Mayas durch die Spanier untergegangen sind. Sind sie nicht. Die sind 800 Jahre, 600 Jahre vorher zugrunde gegangen. Und es sind eben nicht die Verhaltensweisen der Mayas, die uns heute ein Problem bereiten, sondern es sind die Verhaltensweisen von Gesellschaften, die sich nicht rechtzeitig an neue Verhältnisse anpassen. Und das könnten wir sehr wohl aus dem Geschichtsunterricht lernen. Und dann bekommt eben Geschichtsforschung Zukunftsperspektive. Du gibst ja dein Wissen weiter, selber in Vorträgen, aber auch in Kongressen am Geiseltalsee, in der Pfennerhall. Bringst du ja Menschen auch zusammen, die dann das Wissen weitertragen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich demnächst in die Welt raustragen? Vielleicht ein Kinderbuch schreiben oder einen Kinderfilm machen, um die jungen Leute... Ja, vielleicht auch mal keine schlechte Idee. Ja, ist mir Idee. Jetzt nämlich so gekommen, wo ich dachte, ja, aber warum fängst du nicht an? Stimmt eigentlich, warum mache ich es nicht? Ja gut, noch eine Backlist. Nein, aber ich sag mal, wir machen ja schon eine Menge dort auch mit der Ausstellung. Aber zurzeit arbeite ich eben wirklich an meinem Lieblingsthema. Kolumbus war der Letzte. Also das ist mein Hauptthema im Moment, weil ich einfach sagen muss, mir geht es gar nicht darum, den armen Kolumbus zu denunzieren. Der war ein kluger Mann. Ich bewundere Kolumbus. Ich habe gehört, der soll faul gewesen sein. Ja, das ist doch immer ein Zeichen von Intelligenz. Okay, meinst du, ich habe als Doktor, als Schüler Hausaufgaben gemacht? Wäre viel zu langweilig. Ein intelligenter Mensch macht doch keine Hausaufgaben. Das stimmt. Wer übt, kann nichts. Das kenne ich auch. Nein, aber der Punkt ist, da wäre ich vielleicht für die Kinderbücher doch nicht so gut geworden. Vielleicht gibt es ja wieder mehr Rebellen in der Welt. Ne? Ja. Aber unabhängig jetzt von den Kinderbüchern. Nein, aber es muss endlich mal klar sein, wenn wir diese eigene Geschichte nicht verstehen und anwenden, dann haben wir keine Zukunft. Otto von Habsburg hat ja diesen viel zitierten Spruch gesagt, Geschichte verstehen, erkennen, begreifen und dann eben auch anwenden. Ja. Wir machen eben Gegenteil. Im Moment, ich kann nicht genug essen, wie ich dann, du weißt schon, auf Toilette bestimmte Dinge wieder loswerden muss. Da möchte ich das hier nicht so sagen. Aber so krank kann man doch nicht sein als Gesellschaft. Ja. In diese Atavismen, also in diese eigentlich schon lange geglaubten, ausgemerzten, alten Verhaltensweisen wiederzufallen. Und das muss ich sagen, da könnten wir uns von den Phöniziern ein Stück abschneiden. Die haben nicht mit Feuer und Schwert ihre Handelsplätze gesichert, sondern durch Kooperation, durch Zuhören, durch Miteinanderarbeiten, gegenseitiger Vorteil. Oder auch Tauschgeschäfte. Ja, ne? Also Raub ist eine einseitige Form des Handels, so die Definition. Ja? Mhm. Wir sollten uns da an die Phönizier halten. Zum gegenseitigen Vorteil Handel treiben, zum gegenseitigen Vorteil miteinander reden lernen. Und das ist, was Seefahrt immer geleistet hat, auch Brücken gebaut, Verständigung. Und ich meine, wir haben ja bei Abora 4, ich hätte nie gedacht, dass das so wichtig wird, das war so ein Marketing-Slogan, Sailing for Peace. Wo wir eben bewusst ganz viele internationale Leute, wir haben glaube ich 9 Nationen an Bord gehabt. Und insofern, da könnte man wirklich einiges lernen, ich will nicht sagen von Abora, aber eben vor allem aus der Handelsgeschichte. Ist das Geschäft auch noch so klein, bringt es mehr als Handel ein. Wir sehen den Erfolg der Hanse. Wir müssen auch gar nicht bis in die Äonen zurück. Unsere jüngere Geschichte ist ja voller positiver Beispiele. Die Hanse-Geschichte, die Wikinger. Gut, in Westeuropa sind sie erplündernd über die Europäer eingefallen, die Skandinavier. Im Osteuropa war das komplett anders. Das sind die, warum weiß ich nicht, das sind die Wikinger wirklich sehr friedlich und sehr, sehr positiv, eben auch kulturpositiv aufgefallen. Ganz nebenbei haben sie auch wieder vor Kolumbus Amerika entdeckt. Also Kolumbus muss der Letzte gewesen sein. Und das ist eben so, wo ich sagen kann, daraus kann man lernen. Und so habe ich auch die Filme, die bei Pandaré laufen, auch immer unter solchen Schwerpunkten. Also die ersten Filme ging es mir um das Segeln. Ab Abora 3 ging es um Tabak. Bei Abora 4, die Argonautensaga, da war nicht Heyerdahl und Tutankhamun, mein Lehrmeister. Bei Abora 4 ging es mehr so darum, dass Herodot eben über den Pyramidenbau berichtet und eben über Eisen, was es angeblich nicht gab, wir haben es gefunden. Und dass dieses Eisen komischerweise nicht aus dem Mittelmeerraum stammte, sondern aus dem Schwarzmeer. Deswegen sind wir im Kielwasser der Argonauten dann vom Schwarzmeer durch den Bosporus, durch die Ägäis gedüst in Richtung
östliches Mittelmeer, um eben zu zeigen, dass das auch mit so einem primitiv geklappten Papyrusboot möglich gewesen wäre. Und dass wir dort so heroisch da durchsegeln, da reden die heute noch dort davon. Ich habe heute erst von Professor Rüstem Aslan, das ist der Chef von Trojard, der gleichzeitig in Tübingen, an der Universität in Tübingen, Lehrstuhlhalter für Altorientalistik, Troja-Wissenschaften ist. Wir sind heute noch in Kontakt. Wir wollen dieses Jahr in Troja eine große Konferenz organisieren, am Beispiel von Abora 4, über Fernhandelskontakte in der Bronzezeit. Und Troja ist so ein Ort, da kommt man nun mal nicht dran vorbei. Es ist ja da. Wir haben dort die Funde von Eisen, von Bernstein, von Zinn. Und das haben die ja nicht die, wahrscheinlich zumindest nicht die UFOs aus Andromeda 3 dorthin geflogen, sondern Schiffe aus Schilf und Holz, nicht nur Schilfboote. Und das zu erkennen und anzuwenden lernen, das ist so, was ich mir so auf die Fahne geschrieben habe. Deswegen gibt es auch deine Filme hier bei Panteray TV. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt noch ein bisschen mehr einen Einblick bekommen über den Filmemacher. Ja, das auch. Ich sage Dankeschön. Danke dir auch für die Einladung.